Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Montagevideo von mir für euch. Heute mit dem Stellar Trading PEPE. Der Pepe, der gute alte Pepe ist hier am Start. Es ist ein Nachttisch in Eiche Sonoma Optik. Und bevor wir starten, müsst ihr natürlich das erstmal auspacken. Achtet darauf, dass ihr mit einem Cuttermesser nicht in das Innere eurer Möbel reinschneidet, denn das gibt blöde Kratzer. Wenn das erledigt ist, sortieren wir den Stuff erstmal. Und zwar folgendermaßen. Wir haben nämlich zwei Sachen, die wir dort bei so einer Kommode machen. Das heißt, einmal haben wir hier die Teile für die Schubkarre, ne? Für die Schublade. Und der Rest, der da hinten liegt, diese Teile, das ist dann oben unten. Sockel vorne, hinten und die Seitenteile, die dann den Korpus formen. Und um dieses Teil, es ist ein schlichter Nachtschrank mit einer Schublade, passend zu jedem Bett und Schlafzimmer. Maße sind 39 zu 41 zu 28 cm. Also es ist ein kleines Komödchen. Und wir fangen jetzt erstmal an und werden die Schublade dafür installieren. Das heißt, erster Schritt ist, wir suchen uns 8 Dübel raus, ein bisschen Leim brauchen wir und dann natürlich für die Schublade die Griffchen. Und dann können wir schon voll reinsteigen hier und loslegen. So, auf geht's. Hier liegt der Stuff für unser Schublädchen. Unsere Schublade hat erstmal die Front, dann hat es die Seitenteile, Rückteil hinten und hier ist der Boden drin. Wir nehmen uns erstmal die Seitenteile und werden nun loslegen, indem wir hier ein bisschen von unserem Leim klar machen und in den einzelnen Komponenten, die an der Seite reinkommen, haben wir dicke, fette Löcher im Kopfholz. Dort geben wir ein Tröpfchen von dem Leim rein, damit unsere Dübel, die wir jetzt hier reinschieben, auch dort besser halten können. Nehmt dort nicht zu viel Leim, also der sollte eigentlich gar nicht rauskommen, sondern es ist nur ein Tröpfchen, den ihr hier reinsetzt, um eine Verbindung zwischen dem Holzdübel und dem Seitenteil herzustellen. Dübel immer in Kopfholz platzieren, mit einem Hammer reinhauen und auch nicht da wieder so festarbeiten, denn wir haben hier ein zartes, kleines Geschöpf vor uns. So, jetzt kommen wir zum hinteren Teil. Ja, das ist die Rückwand von unserer Schublade. Da genau das Gleiche. Überall, wo Löcher im Kopfholz sind, kommen die Dübel rein. Und wir schlagen sie hinein mit einem schönen Hammer. So, es ist echt Hammer hier, was abgeht. Und dann haben wir nämlich die Vorbereitungen, um das Teil jetzt zusammenzusetzen, auch schon geschafft. Denn die werden nur miteinander gesteckt in diesem Fall. Jetzt haben wir hier, ist die Front unserer Schublade. Dort kommt auch wieder, da ist jetzt nicht im Kopfholz, sondern an der Seite, dickere Bohrungen und diese Bohrungen sind dafür da, um die Dübel aufnehmen zu können. Auch hier ein wenig von unserem Leimi-Daimi rein. Jetzt kommen die Seitenteile. Die Seitenteile haben ein Nudelfedernsystem. Wir haben also die untere Schicht, also die Platte am Boden, wo was dann drauf kommt. Diese ist hier hinten gelagert und die müssen wir jetzt natürlich richtig einsetzen. Das heißt, wir gucken hier, dass diese Schlitzis übereinstimmen und drücken unsere Freundin da rein. So, zack, haben wir, ne? Weil wir könnten ja nur, bei den Seitenteilen haben wir ja nur zwei Dübel gesetzt jeweils, die dann hier Platz finden. Als nächstes kommt unsere Bodenplatte. Diese kommt hier in Position, das heißt, die schieben wir hier in das Nut- und Federsystem hinein. Zack, ist sie drinne. So sieht das jetzt Ganze aus. Das drücken wir jetzt schön fest, damit der besagte Freund auch da richtig hält. Und nun haben wir hier natürlich noch die Seitenteile, die auch wieder die Aufnahme für unsere Dübel von unserem Rückenteil gut da so gebohrt sind. Und jetzt können wir hingehen und packen hier auch noch was von dem Leim rein, um dort das Teil dann festzuhalten. Wenn das irgendwann mal aufgehen sollte, benutzt ihr einen Winkel und könnt diese Teile dann miteinander verbinden. Ne? Jetzt kommt hier unser Teil, was das hintere Teil ist. Das kommt dann auch hier in Position und kann dann auch mit eingesetzt werden. So, schon ist unsere
unsere Auszugsfreundin fertig hier, wie ihr seht. Und wie gesagt, wenn das irgendwann mal nicht halten sollte, hier, hier, hier und hier, dann einen schönen Verbindungsfreund setzen. Nächster Schritt ist, wir brauchen Akkuschrauber mit einem Bit und unseren Griff. Das heißt, wir gehen jetzt von hinten mit der Schruf da durch, mit der Schraube durchgehen und den ersten nehmen wir jetzt und schrauben den rein. Aber nicht komplett, weil wir wollen noch ein bisschen Spiel haben. Und jetzt kommt die zweite dazu. Jetzt ziehen wir fest, wenn ihr einen Akkuschrauber habt mit Drehmoment, macht ihr auf 5, damit ihr nichts kaputt dreht. Jetzt drehen wir von hinten die Schrauben fest. Hier habe ich die jetzt festgedreht und die halten vorne unser Teil in Position. Damit haben wir unser erstes Teil schon montiert und das ist die Schublade, die gute alte Schublade. Wir bereiten jetzt die Korpenteile vor. Da gibt es Unterschiede. Es gibt Exzenter, das sind solche Schrauben, die mit einem Plastikteil in der Mitte versehen sind. Die sind dafür da, um sozusagen auf ein Holzstück gesetzt zu werden. Und dann gibt es das Gegenstück, das ist der Exzenter. Dort geht es dann darum, dass die Spähte ineinander kommen und zack, sich einhaken, wenn wir das dann nach rechts drehen. So, diese beiden Dinge haben wir schon mal. Dann haben wir wieder die bekannten Dübel am Start. Und hier sind bei diesem Modell, bei dem Pepe Nacco, sind jetzt noch solche Plastikfreunde. So, wir haben 4 Teile im Korpus, einen Sockel und hier wieder eine Rückwand. Jetzt fangen wir an. Lass uns den Akkuschrauber nehmen und hier einen Exzenterbolzen hier setzen. Den setzen wir hier rein, schrauben den fest, bis er einfach ankommt. Das ist jetzt demzufolge dann hier die Möglichkeit, später hier ein Teil draufzusetzen. Sprich, die Seitenteile kommen dann hier drauf und werden dann hier mit den Exzentern nämlich positionieren. Die Exzenter haben ein Dreieck. Dieses Dreieck muss immer nach außen gesetzt werden. Ne, zum Kopfholz hin, weil später kommt ja dann der Exzenterbolzen da rein und wird festgeschraubt. Jetzt haben wir die Plastikfreunde. Die Plastikfreunde haben nur eine Stelle, wo sie reinkommen, das ist hier und auf der gegenüberliegenden Seite dort. Die werden einfach nur reingeschwabbelt. Ne? Dann haben wir hier noch ein paar Jungs, die wir setzen müssen, und zwar die Exzenterbolzen, weil hier ja später dann das Seitenteil sitzen wird. Das gleiche müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch machen. Rein damit und hier auch wieder. Achtet auf das Dreieck, dass es nach außen gerichtet ist. Das gleiche gilt natürlich auch hier. Die Bohrungen für die Exzenter selber seht ihr immer selber, weil die sind etwas dicker wie die Bohrungen für die Dübel und für die Bohrungen, die ansonsten gesetzt werden. Jetzt kommen wir zu den Dübeln. Die Dübel wieder, wir merken uns, nur im Kopfholz platzieren. Und natürlich jetzt nicht ein Loch benutzen, wo schon ein Exzenter drin ist. Das heißt, diese kommen dorthin, wo wir dann nur ein Dübelloch haben. Hier könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr dort mit oder ohne dem Leim arbeiten wollt. Ihr könnt auch ohne arbeiten, weil es ja miteinander verschraubt wird durch die Exzenterteile. Das macht ihr überall, wo ihr jetzt ein Dübelloch findet, genau dort kommen dann auch die Dübel rein, nicht dort, wo die Exzenter setzen. Ich sage es nochmal. Dann haben wir hier noch ein kleines Brettli, das ist kein Verpackungsmaterial, das sind nämlich auch am Kopf Holz, nämlich Dübellöcher. Und damit haben wir unser System jetzt schon vorbereitet und können gleich zur Montage übergehen. Dann kommen wir zur Montage des Korpus selber. Wir haben ja Vorbereitungen gesetzt. Sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo ist denn vorne und hinten? Das könnt ihr ganz einfach machen. Hinten ist niemals ein Kantenanleimer drauf, vorne ist ein Kantenumleimer drauf. Das heißt, wenn ihr vorne das schöne Dekor habt, ist das auch vorne. Das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Parts hier im Partholideus-System. Jetzt geht's los und wir packen alles zusammen. Wir haben ja die Seitenteile oben und unten. Und unser Sockel, der dann alles zusammenhält. Und später dann auch noch unsere Rückwand. Auf geht's, Leute! Wir machen Folgendes. Hier ist die Seite. Hier ist unser Sockelfreund. Und hier ist unser Unterteil. Das kommt jetzt, wie gesagt, mit dem schönen Teil nach vorne, genauso wie bei den anderen.
Und das kommt hier so in Position, dass wir es natürlich dann auch später sehen könnten. Demzufolge packen wir es jetzt so rein, dass wir hier jetzt auf den Excenter-Bolzen mit dem Excenter selber kommen und haben jetzt die Möglichkeit, hier vorne dieses Teil zu platzieren, was dann hier vorne die Abblendung mit sich bringt. Hier haben wir die Möglichkeit, es später dann schön zu sehen, weil es ist ja dann die untere Ablageplatte. Dann können wir weiter bauen. Das heißt, wir setzen dieses Teil oben drauf und dort haben wir auch wieder die beiden Löcher für unsere Dübel, den Excenter-Bolzen mit Excenter. Und hier vorne kommt das dann rein. Das heißt, das müssen wir jetzt in Position bringen und ineinander einstöpseln. Das legt ihr übereinander, bis es passt, bis also alle Bohrlöcher übereinander stehen und es sozusagen ineinander passt. Das ist so Lego für Große jetzt hier. So, jetzt muss man das eine Löchli aber hier vorne noch suchen und rein damit. So, guck mal, jetzt haben wir schon richtig fettes Korpusteil. Und jetzt kommt unser anderes Teil. Das ist dieses, welches jetzt hier an die Seite kommt. Und dort haben wir die Möglichkeit, auch wieder den Excenter-Bolzen zu setzen, der dann hier reinpasst. Super. Das gleiche machen wir auf der anderen unteren Seite, schieben das dort in Position und schon haben wir unseren Korpus recht gut aufgebaut. Was wir jetzt natürlich noch machen, ist, wir nehmen einen Akkuschrauber oder wir nehmen einen großen Kreuzschlitz, um jetzt die Excenter festzusetzen, damit diese auch fest spannen können. Das heißt, wir gehen ran, nach rechts drehen und los. Denkt dran, nicht zu fest, denn nach fest kommt wieder leicht. Auch hier, das heißt, die Oberplatte haben wir verbunden. Jetzt drehen wir einmal und gucken nach unten. Hier haben wir jetzt auch noch zwei Excenter-Freunde, die wir jetzt noch festschrauben. Also ransetzen und rein damit. Unten das gleiche, damit ist unser Korpus jetzt montiert. Und wir können unser Korpuschen jetzt schon vernünftig hochheben. Seht ihr, jetzt hält das nämlich alles. Aber bevor wir jetzt weitermachen, kommt der erstmal auf den Rücken und jetzt machen wir hier nämlich die Rückwand drauf, die nämlich auch nicht fehlen darf. Als nächstes wird gesmashed. Wir werden jetzt die Rückwand dran machen. Hier ist hinten, da ist vorne. Wir sehen hinten, weil hier der Pressspan zu sehen ist. Die Wand passt nicht ganz, wie ihr seht, rein. Das hat folgenden Grund. Erstens Material sparen und zweitens natürlich könnte man es auch dazu nutzen und sagen, hier oben läuft ja später dann die Schublade und da ist es einfacher, wenn hier oben direkt die Luft rauskommt, um dort keinen Überdruck platzieren zu wollen. Wie rum haben wir es drauf, ist es eigentlich egal. Sucht euch die schöne Seite aus und diese sollte nach innen gerichtet sein. So, jetzt legen wir das drauf, dass das überall drüber ragt, außer in den oberen Teil. Das heißt, das schließt hier unten beim Sockel selber ab. Jetzt kommen unsere mitgelieferten kleinen süßen Nägel zum Einsatz. Und jetzt hauen wir die fest. So, den ersten. Jetzt geht ihr auch schön auf die andere Seite, positioniert alles gerade und schlagt dort fest. Jetzt geht es auf die andere Seite. Wir schlagen es dort fest. Und dann haben wir unsere Rückwand auch schon montiert, wie ihr seht. So. Und jetzt können wir, also jetzt ist sie schon relativ fest, wie ihr seht. Jetzt können wir die aber natürlich noch fortlaufend hier optimiert einschlagen. Und dann haben wir nämlich, wenn wir überall noch in der Mittelschicht, sprich an den Kanten und in der Mitte dann nochmal zentriert, jeweils ein Freund reinschlagen, haben wir nämlich dort dann noch mehr Stabilität. Ne? Jetzt hält es fest. Damit haben wir jetzt auch schön die Rückwand montiert. Ausgezeichnet. Als nächstes haben wir ja jetzt noch was vor uns und das bedeutet, wir müssen auch noch die Füßchen dann machen. Das heißt, einmal zur Seite damit. Füßchen sind mit dabei, vier Stück. Diese vier Füßchen platzieren wir jetzt natürlich unten drunter, wo der Sockel ist, wo der Excenter ist, um dann unser Freundchen hier hinstellen zu können. Jetzt, ja, ihr könnt ausmessen und ihr könnt das genau zentrieren, bla bla bla, aber ihr könnt auch einfach schätzen und die vier Füßchen positionieren.
Nur achtet vielleicht darauf, dass man die Füße nicht unbedingt an den Seiten sieht und vorne und ganz vorne sieht. Das wäre nicht so schön, weil dann ist die Optik ein bisschen nicht so, ja, toll. Ne? Also achtet einfach darauf, dass die vier Füßchen zentrisch auf einem der Kopfhölzer der Seitenteile platziert wird und ungefähr auf der gleichen Höhe liegen. Ne? Ihr könnt nachmessen, ihr müsst es nicht, denn es steht auch so dann da, wie eine Eins. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, unser Freundchen, oder nicht? Der kleine Pepe freut sich und steht jetzt. So, jetzt das Letzte für den guten alten Pepe ist, dass wir jetzt beides verheiraten. Ihr seht ja, hier ist die Gleitungseinheit für unsere Schublade. Um das gleich festzumachen, brauchen wir diese Plastiknippelinchen. Wir gehen jetzt hin und schieben sie hinein. So, erstmal Probegang, so geht's. Seht ihr, passt schon. Aber wenn sie jetzt rauskommt, würde sie rausfallen. Das ist doof. Da hat der Hersteller sich was ganz Günstiges einfallen lassen. Wir schieben jetzt, bis dieses Loch sozusagen hier sich befindet, in diesem Bereich. Und dann jagen wir da einfach einen Dübel rein. So, das heißt, wir schieben das so weit, dass wir im Löchli sind. Jetzt kommt der Dübel angeschissen und den drücken wir rein. So, jetzt ist der Dübel drin und wir machen einen Test, guck mal, ne? Weiter geht es jetzt nicht raus. Und das Gleiche, was wir da gemacht haben, machen wir natürlich auch noch hier auf der Seite. Tief rein, drücken, fertig. Probieren, reinschieben geht, rausschieben, nur bis hier. Sehr cool und einfach gemacht. Damit steht der gute alte Pepe, ist bereit, um seine Abenteuer neben dem Bett dann einzuhalten. Wir können leichte Sachen drauf machen. Ihr solltet das Ding nicht mit 50 Kilo belegen. Höchstens meine ich 5 Kilo. Das heißt, setzt euch nicht unbedingt hier auf das Ding drauf. Das hält nämlich ganz wenig. Und hier oben, ja, da könnte schon ein bisschen. Also draufsetzen, wenn ihr nicht so fett seid wie ich, klappt das schon. So kann man den Pepe aufbauen. Ganz easy peasy. Wenn ihr das in einem durchrutscht, dann solltet ihr dort in 10 Minuten bis 15 Minuten fertig sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.